Hallo, grüßt euch hier bei Miga Caravan. Seit langem mal wieder ein kleines Video. Es hat sich einiges bei uns getan. Hier vor diesem Fahrzeug, wo ich jetzt stehe, das ist unser Kundenfahrzeug, sprich unser Vorführmessefahrzeug, wo wir auch ganz deutlich sehen, dass wir Werbung von drauf haben, von all unseren Hauptlieferanten bzw. Vertragspartnern. Dementsprechend haben wir hier auch in dem Fahrzeug alles, was da drauf klebt, auch verbaut. Von Truma, von Büttner, Klimaanlage, Wechselrichter und alles, was dazu gehört. Gleichzeitig haben wir auch das ganze Fahrzeug foliert. Ist ein älteres Fahrzeug, ist schon 10 Jahre alt, aber haben wir mal schick designt. Versucht, ein bisschen was herzugeben, damit es auch auffällt. Ja, da hinten steht der kleine Foster. Der ist in der Vermietung. Sprich, soll jetzt dann auch langsam verkauft werden, ist ein Dreivierteljahr bei uns in der Vermietung gelaufen. Super Fahrzeug, kann man nicht meckern. Mit Dieselheizung, 120 Watt Solaranlage, eigentlich alles drin, was man so braucht. Fährt sich toll, die Kunden waren immer alle begeistert. Also echt schickes Fahrzeug, sogar mit natürlich Thule Fahrrad. Träger für 2 Fahrräder und auch eine Markise von Thule. Gas, Kühlschrank, Absauger natürlich, klar. Gaskochfeld. Tolles Fahrzeug. Ja, hier Folientechnik Kralsheim. Das ist der Kollege, der uns das Fahrzeug komplett foliert hat. Der ganze Aufbau ist foliert. Hier auch unser Logo, unser kleines Wohnmobil mit Hund, was wir alles so machen. Dann unser Camper Tobi darf natürlich auch nicht fehlen, der auch schon bei uns war, wo wir ein Video gemacht haben. Super B ist nicht das Originallogo, aber ging jetzt nicht anders auf die Schnelle. Ah, hier steht ein Kundenfahrzeug, wo wir gerade ein Leck reparieren. Wasserhahndefekt und ein paar Kleinigkeiten noch, ein paar Umleimer noch, ist ein älteres Fahrzeug. Auch das machen wir, die Aufbauten reparieren dementsprechend und alles, was dazu gehört. Hier neben dran steht ein nagelneues Fahrzeug, auch ein Kundenfahrzeug. Ein Ahorn hat er gestern erst neu geholt und gleich zu uns gefahren, um ein paar Umbauten zu machen. Wir verbauen jetzt hier ein Soak in der Toilette, beziehungsweise das haben wir schon gemacht. Dann werden wir innen drin noch ein paar Kleinigkeiten machen. Solarplatte, Wechselrichter und so weiter. Genau. Ja, hier haben wir einen PLA. Der ist bei uns in der Vermietung, auch ein nagelneues Fahrzeug. Da kann man sich auch noch melden, da gibt es auch noch Termine dementsprechend. Ich schleiche mir mal hier durch, dass man den auch von vorne sieht. Das ist auch ein ganz, ganz schickes Fahrzeug, der PLA. Ein Alkoven ist für 6 Personen zum Mitfahren und auch 6 Schlafplätze. Tolles Fahrzeug. Hinten ein Festbett, Alkoven und die Dinette kann man auch noch umbauen zum Bett. Super Geschichte. Ja, unsere anderen Fahrzeuge sind leider, oder was heißt leider, Gott sei Dank, in der Vermietung. Die sind gerade unterwegs. Dann haben wir hier drin noch einen schicken Lamarga stehen. Lamarga 69 mit Hubbett, nagelneu von der Fabrik. Der wird gerade hergerichtet für einen Kunden. Hat Kundenfahrzeug, Neufahrzeug gekauft bei uns. Der wird gerade schick gemacht, beziehungsweise auch noch ein bisschen was verbaut. Der kriegt noch Markise, kriegt noch Navigationsgerät, Rückfahrkamera und so weiter. Das wird hier alles noch verbaut. Also ganz tolle Sache. Jo, das war mal so ein kleiner Eindruck, was wir alles machen. Wir haben auch bald einen Kfz-Meister bei uns in der Werkstatt, der auch alle möglichen Kfz-Sachen mitmachen kann, natürlich aber auch
im Wohnmobil aufbauten, Fahrwerksgeschichten. Wir verbauen noch von der Firma Alco die vollautomatischen Hubstützen mit integrierter Waage. Da freuen wir uns schon richtig drauf. Ja, wollen wir natürlich auch anbieten für Wohnwägen, Woofer zu verbauen von der Firma Algo, aber auch von der Firma Truma. Machen wir das, also überhaupt kein Problem. Nach wie vor Solaranlagen, Wechselrichter, alles was ansteht, ist überhaupt kein Problem. In diesem Sinn bedanke ich mich und ich habe jetzt vor, regelmäßiger Videos zu machen. Einfach aus der Hüfte raus, also nicht wundern, die sind nicht alle perfekt, die waren auch nicht alle perfekt geschnitten oder sonstiges. Es macht es einfach so, wie es ist. Und lasst euch ein bisschen teilhaben an unserem Unternehmen, wie wir uns schlagen, wie wir uns aufstellen. Und das nächste Mal zeige ich euch ein bisschen was von unserem Shop. Da hat sich auch mittlerweile viel verändert. Hier seitlich liegt nur die Markise am Boden, die da drauf kommt. Jo, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und wünsche euch erstmal ein wunderschönes Wochenende und bis bald. Tschüss.